Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Mystery Dungeon Team Blau. Im letzten Part haben wir Kyogre, das wasserlegendäre Pokémon aus der dritten Generation, rekrutiert bekommen. Heute stehen andere legendäre Pokémon an. Und zwar steht Entei. Wir gehen deswegen im Feuerfeld. Und ich merke gerade, wir brauchen einen Partner, was Surfer kann. Sprich, wir müssen Turok wieder mitnehmen. Danke. Wir brauchen noch ein Glumanda. Das werde ich versuchen zu rekrutieren. Turok werde ich natürlich wieder zurückschicken. Und ja. So, auf geht's. Auf geht's zum Feuerfeld. Natürlich wollen wir hier speichern. So. Team Rotok. Abschied. Nicht für immer. Nur für den Dungeon. So. Hier ist schon mal die Treppe. Wie ihr ja wisst, sind es hier 30 Ebenen. Wir werden hier auch wieder durchquatschen. Oder ich versuche es zumindest. Wow. Das überlebt einfach mein Flügelschlag. Ist auch sehr interessant. So, Top-Elixier brauche ich extremst wieder. Bullpix ist auch ein Pokémon, was ich ganz gerne trainieren würde. Aber eben nicht machen. Ich hätte Vulpix hier ganz gerne als Partner gehabt. Geht aber leider nicht. Ich kann nur Starter-Pokémon, beziehungsweise Pikachu. Lasst mich nicht lügen, Marollo. Eneko. Was könnte man noch haben als Starter-Pokémon? Mauzi. Und ich glaube noch ein Pokémon. Ich bin mir eben unsicher. So, wie gesagt, Fallen werden jetzt sowas von negiert. Ignoriert, besser gesagt. Dadurch, dass wir ja im letzten Part, oder war das sogar schon im vorletzten Part? Ne, im letzten Part war das, glaube ich. Ja, im letzten Part. Das IQ-Level um 1 erhöht haben. Können wir alle Fallen ignorieren. So. Warum mache ich anstatt Erdbeben nicht einfach mal Hitzewelle? Weil Hitzewelle, gleißende Sonne. Verstärkt einfach mal die Feuerattacken. Ich bin ein Doni. So, ein Glumanda. Ich möchte ganz gerne dich mit dabei haben. Ja, danke. Ins Team aufnehmen. Das ist schon Level 30. Das ist gut. So, Attacken natürlich Grimasse weg. Raserei weg. IQ, beziehungsweise ja, IQ. Attackennutzer. So. Wie gesagt, wir rushen jetzt einfach hier hindurch. Holder Knecht, nein, Wobob auch nicht. Wir gehen weiter.
Röntsch Augen brauche ich nicht. Elixier ist natürlich was, was ich eben brauche. Ein Kürtel. Ein Magie. Und das Kürtel auch noch besiegen. Nein, Kürtel. Oh, es ist sogar Eisen anstatt Top-Elixier. Okay, Eisen nehmen wir ganz gerne. Denn Eisen ist sehr, sehr selten. Und umso mehr ich den ganzen Proteine nehme, wie Eisen, Proteine allgemein, kann man tatsächlich ja leichter die Pokémon rekrutieren. Umso mehr KP man hat, umso mehr alles andere man hat, wird es einfach viel, viel leichter. Hängt natürlich auch mit dem Level zusammen. Umso höher, umso einfacher geht es. Wir sind ja fast Level 50. Ich werde bei Cloudon es mit Level. Ah, okay. Commander, wenn der in der Falle hinein redet, ist es erstmal egal. Ein Schutzschild negiere ich einfach mal, indem ich Stücke werfe. Hier mache ich einfach mal eine Klampe. Ebene 12 und wir haben 7 Minuten gespielt. Das ist noch in Ordnung. Oh, Ditto setzt Wandler ein. Oh nein. Ein Ditto. Ich hoffe, dass Entei genauso wie Raikou und Zykun direkt beim ersten Mal drinnen bleiben, also uns bekleiden instant, und dass ich eben nicht öfters hier hochgehen muss. Wenn, muss ich es eben so machen, dass ich eben Safe Set setze und dann, also wenn es jetzt beim ersten Mal nicht funktioniert, werde ich natürlich dann mit dem Safe Set arbeiten, bis es funktioniert. Aber ehe es so weit kommt, wie gesagt, level ich erstmal. Wenn es jetzt mit dem Sympathieband nicht funktioniert, level ich und schau dann nochmal, wie es mit Level 55 aussieht. Sonst muss ich erst random Pokémon erstmal rekrutieren und danach eben die legendären Pokémon. Nee, ich wollte schon sagen, ja, seit wann hat Commander Röntgen Augen drauf, aber das ist ja auch Plural. Ich bin auch sehr gut. Ich hab wahrscheinlich nur Amnesie. So, Ebene 17. Hitzewelle. Funktioniert natürlich wieder mein Super Hitzewelle. Jetzt gerade. Thank you.
Kampfwürde brauche ich natürlich eher weniger. Wir gehen weiter. Auch Folge selbst erwischt. Aha. Oh. Heizung. Kriegt man natürlich. Verstärkt. Speziell Angriffe. Ja. Wechsel, Chaos und alles nicht. Lambo würde ich jetzt sogar sagen, nehme ich mal mit, weil für ein ganz bestimmtes Pokémon, für ein ganz bestimmtes Dungeon. Fragt ihr euch, um was geht es denn jetzt? Das werdet ihr irgendwann erfahren, warum ich manche Items mitnehme und manche auflasse. Nein, Zündelkehr wurde verbrüht. Oh nein. Gott sei Dank. Ging erstmal daneben. Bei allen zwei Pokémon. Durch mir und auch Uwe. Manda, auch gesagt, ich war schon zu Manda. Was ist denn da? Zack, weg. Ja. Was zu essen hier? Aber man ist hier, sind gerade mal 24 die Gegner. 24. Ach, immer noch mal extrem viel Schaden. Achtet. Und Silberpick. Ein normaler Angriff macht überhaupt nichts. Eine 24. Da trinkt man jetzt ja. Willkommen. Ne, 25. Vier Ebenen. Sag mal, also, sag mal, jetzt nur noch drei Ebenen. Thank you.
Oh Gott. Wow. Ja, aber extrem viel ab. Jungblut hat extrem rote Augen. Hat es eventuell was zu sich genommen? Man weiß es ja nie. Zink nehme ich ganz gerne mit. Denke ich sogar auch. Zellverteidigung, warte, ja. So, nur noch zwei Ebenen. Ich weiß nur noch eine Ebene. Denn letzte Ebene ist ja Entei. So, Level 31 ist dieses Blumanda geworden und wir kommen von der Stunde raus. Ah, ja. So, hier gibt es zwei Feuersteine, die sind natürlich am Arsch der Welt. Ich hoffe, dass keiner von den Punkten dort eines davon aufnehmen. Das ist wenigstens ein Jungblut von hier. Nein. Das ist das Jungblut, was ich suche. Wenn ich weit halten würde. Auch nicht. Dann ist das das Jungblut. Oh, sogar hier ist sogar die Treppe. Ich wollte den Apfel essen und dann geben wir Symmetrieband. Und wir probieren es einmal, ob wir Entei bekommen können. So. Wieder. Wir ziehen hier extrem viel ab. Ach, wir müssen zurückgeschreckt. 200. Okay, können wir nochmal 200 abziehen? Was? Silberblick? Okay. Und wir bekommen leider nicht Entei. Frisch, wir müssen noch ein bisschen hochleveln. Ich werde mal schauen, was ich doch jetzt noch machen könnte. Wir könnten theoretisch jetzt den Part beenden. Sagen, okay, ich werde jetzt trainieren, offscreen oder sehr, sehr, sehr viele Level Plus Sachen holen.
und die essen. Sagen wir mal 10 Stück. Bringt aber uns, beziehungsweise mir, überhaupt nicht. Denn die Level Plus da waren, naja, Level extrem schnell. Was wir machen könnten, wäre noch ein paar Schlüssel holen. Ich muss aber gucken, was ich jetzt einfach alles einlade. Ja, normalerweise würde ich jetzt sagen, Schlüssel holen und schauen. Diese Affe interessiert mich auch nicht. Dort und die Obst interessieren mich auch nicht. Deswegen werde ich jetzt speichern gehen. Werde diese Part erstmal beenden. Werde dann zu der. War das Solarhöhle? Nochmal. Es war die. Ich glaube, Solarhöhle war das. War das die Südhöhle? Ich glaube, Solarhöhle. Ich guck nochmal nach. Und wenn es die Solarhöhle ist, gehen wir natürlich zur Solarhöhle, wenn es die Südhöhle Höhle war, gehen wir zur Südhöhle. Aber ich dächte schon, dass es die Solarhöhle war. Ja, wir haben gesagt noch den Silbergraben und die Westhöhle. Silbergraben würde ich natürlich alleine mit Fluorak machen wollen, aber mit mehr Top-Elixieren. Und Top-Elixiere muss ich noch sammeln. Keine Ahnung, wie ich das am besten mache. Das offscreen mache oder onscreen mache. Wenn ich mir, wie schon gesagt, noch ist. Ich würde aber sagen, bis dahin werde ich einfach schauen, was ich als nächstes mache. Ich bin so müde, dass ich sage, okay, ich werde jetzt ausmachen und eventuell schlafen. Ich weiß nicht warum, aber jedes Mal, wenn ich frei habe, haben wir schon gesagt, nee, habe ich noch nie. Aber ich habe ja jetzt eine Aufnahmesession gestartet, 12:30. Jetzt haben wir es 13:30. Jedes Mal in der Zeit, wenn ich frei habe, bin ich so extrem müde, dass ich entweder was essen muss. Was essen muss. Also ich werde erstmal was essen, werde mal schauen, was ich danach mache. Bis dahin würde ich sagen, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.